eine Mucke auf. Nein, das ist Crow. Scheiße. Der Crow, der ist wenigstens auf dem Logos, was gescheiter ist. Der Crow? Das ist cool. Voll geil. So, Freunde. Grüß euch. Der Ulrich da und ich, wir sind gerade auf dem Weg nach Bella Italia. Ja. Wir wegkommen. Ja, genau. Schöne Soundstätte. Cool. Durchs Hill. Na. Wo sind wir? Helenendorf fahren wir gleich. Ja, Blödsinn, Helenendorf. Wo ist denn ein alt Lenkbach? Okay, von Geografie habe ich keine Ahnung. Gibt's was das? Ja, auf jeden Fall fahren wir gerade nach Italien, am Po, ins Wallercamp La Motta. Und sind gerade losgefahren. Werden jetzt noch 7 Stunden fahren und bin gespannt, was da so geht. Und wir sehen uns, wenn wir angekommen sind. Und ja. DJ. Das haut rein! Sind wir in Italien, müssen wir italienische Musik hören. Ja, ich weiß es schon. Das ist so eine schwule Partie. So. Wo kommt der Regen auf einmal her? Von oben. Ich werde auch Kaffee und Kaffee mit Wasser gebacken.
Hagel raus. Immer da. Jetzt wirklich das Sende. Fischi. So macht man das. Wer kann Sonnenbrand kriegen? So. Servus. Gerade ein recht ernüchterndes Erlebnis gehabt. Hab hier, wir sitzen hier am Steg, wieder lösen den Guide die Nachtwache ab. Guide sagt, wenn Meereschen da sind, könnt ihr euch Rapfen fischen als Köderfische. Die sind so ähnlich den Meereschen, da sehen die Welse keinen Unterschied und nageln genauso rein. Weil wir hatten es ja letztens, dass wir Brassen als Köderfische hatten und da haben wir geblankt, obwohl die Welse wie wild geraubt haben. Jetzt ist es eigentlich recht ruhig, die Meereschen sind, soweit ich sehe, nicht da. Und ich hatte den Rapfen draußen rüber zu den Pontons gespannt, das sind solche Boote. dann hat der Wels den Rapfen eingesaugt. Das Problem ist, dass der Wels irgendwie nicht hängen geblieben ist. Warum auch immer, weiß ich nicht. Einfach ein normaler Fehlbiss. Habe ich richtig platschen gehört, weil der Rapfen ziemlich oberflächennah angebunden war. Rute ist krumm gegangen, Reißleine abgerissen, Anschlag und der war weg. Schauen, wo der Haken ist. Wow. Ein bisschen mehr, da wie ein Meter, glaube ich. Geil. Ich hab dir ja gesagt, heute kriegst du noch. Hab ich recht gehabt, hä? Ja, hast recht gehabt. Naja, stimmt, einen Meter wieder haben. Schauen wir mal. Wo ist Bandel? Nicht einmal ein Meter. 95. Kamera. Mario, was soll ich? Du hast die Kamera geholt. Wie die Kamera? Ja, in der Hand. Okay. Rennt ihr noch? Nein, ich hab's ausgeschalten. Da mach die Goschen auf. Kannst du antrennen? Was? Kannst du die anmachen? Was anmachen? Die Kamera. Mario, die ist seit 5 Minuten schon wieder an. So, gerade einen kleinen Wels mit 95 hier. Ich muss ein bisschen ausmachen, dass man es besser sieht. Der erste Wels am letzten Tag. Aber der Guide hat gerade mit uns gesprochen. Er meinte, wir können nichts dafür. Ist einfach Pech, er hat uns zugesehen, wir machen alles richtig. Und der kleine Fisch zeigt das, finde ich auch, dass wir gut gearbeitet haben und ihn überlisten konnten. Aber was mir auffällt, ist, er hat einen richtig massigen Schädel. Ziemlich geil. Die kurz mal die Mutter gehen. Was soll ich noch halten? Warte mal.
Jawohl. Immer hinten einer beim Ufer. Atmen ist los. Mal die Hufe recken. Ja, Maßband ist. Ich weiß nicht, wo du das Maßband hingelegt hast. So, Freunde, hat gerade nochmal gefunkt auf einer Route, wo der Uli vorher einen Biss bekommen hat, einen Fehlbiss. Und dachten wir, da ist da vielleicht der Köderfisch tot oder weg. Und dann ist der Pursche nochmal drauf eingestiegen. Da hatten es 32. Und ja, wie gesagt, mein Ziel ist damit erreicht. Ich habe meinen PB gebrochen. Mein Personal Best von 1,04 Meter auf 1,32 Meter aufgeschraubt und ich bin gerade wirklich überglücklich über den kleinen Waller da. Es ist echt geil, echt schöner Fisch und ich geh mal wieder rein da. Oh. Oh.